Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und ja, heute möchte ich euch gerne ein schönes, wunderschönes neues Modell von Diplomat zeigen, beziehungsweise eine neue Auflage eines bereits existierenden Modells, nämlich hier dem Diplomat Aero. Ja, hier in der Version ja, Black Stripes. Was macht dieses Modell besonders? Also, ich habe jetzt mal hier zum Vergleich noch einen der älteren Modelle, nämlich hier in Blau, ganz in Blau gehalten, der Diplomat Aero. Ja, wo sich hier quasi die Farbe, also der Lack, die Lackierung durchweg zieht über den ganzen gesamten Füller. Ja, dann haben wir ja, dann gibt es ja noch die Diplomat Aero ja, Factory-Version, die völlig unlackiert kommt. Also wir haben hier nur die schwarzen Spitzen hier oben und unten und den schwarzen Clip. Ansonsten aber ist der Füller eher blank. Ja, der ist auch nicht matt satiniert oder so, sondern der ist einfach so, wie er quasi, als ob einer mittendrin in der Produktion gesagt hätte: So, stopp! Den Füller bringen wir jetzt so raus. Ja, und das ist, würde ich sagen, so eine Art Mischung. Eine Mischung zwischen dem Factory und einer normalen Standardlinie. Den Factory, den habe ich leider nicht da. Aber man kann das schon sehen. Ne? Es ist so, als ob der Füller komplett lackiert wurde und dann über so eine Art Schleifmaschine gebracht wurde, dass nur an den Flächen, also dass das nur die oberhalb liegenden Flächen abgetragen werden, also der Lack da abgetragen wird und die Farbe, die in diesen Rillen, die in diesen Rillen zu sehen ist, ja, dass die halt eben lackiert geblieben sind. Ja, also ne, diese Rillen da hier. Markant für dieses Modell. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gibt es auch als Kugelschreiber-Version. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht. Wäre mal vielleicht ein Versuch wert. Wer sowas mal braucht oder sowas möchte. Auf jeden Fall. Ja, von seinen Specs her ist der Füller eigentlich identisch wie jeder andere Aero auch. Ja, wir haben hier auch diesen matt gehaltenen Griff aus Metall. Ja, den wir ja auch bei der normalen Standardlinie haben. Hier haben wir das gleiche in hell quasi. Ja, aber auch jeweils eine Stahlfeder. Hier, also in beiden Versionen ist es eine Mediumfeder. Ja, das ist der blaue, der gehört der Frau, den benutzt sie nicht. Ja, weil aus den Augen, aus dem Sinn. Die Diplomatfüller, die kommen ja immer alle schon generell mit einem Diplomat-Konverter. Und das finde ich immer ganz gut, weil die Diplomat-Konverter gehören zu denen, wo ich jetzt sagen würde, das sind richtig gute Konverter. Ja, also im Endeffekt kommen die meisten sowieso alle aus dem gleichen Werk. Irgendwie schon, ne? Aber qualitativ sind die auch echt wirklich super. So Standardgrößen kann man sagen, Standardgrößen. Jetzt muss ich gucken, ich will es euch zeigen, ne, lieber nicht. Also auf jeden Fall, die Konverter, die hier drin sind, ich kann es euch aber, glaube ich, an dem anderen Füller zeigen. Weil ich glaube, der ist sauber. Ja, genau. Hier auch so ein Diplomatfüller. Hier mit dieser Steckvorrichtung für Standardpatronen. Ja. Passt nicht nur von Diplomat rein, sondern auch von Schmidt, von Pelikan, von Online. Ja, alles Marken, die gleiche Passform vorne haben. Ja, und wunderbar. Auf jeden Fall. Vielleicht einen kleinen Füllergrößenvergleich. Ja, der Aero in diesem Black Stripes Edition. Hier in der blauen Edition, also ne, dann habe ich hier den Diplomat Excellence A Plus und den Diplomat Excellence A2. Dann vergleichen kann ich noch mit ja, man weiß mal die Standardgrößenfüller Lamy AC, Quatsch, Lamy AC Sport. Eieiei. Schneiden wir jetzt raus. Nee, das lassen wir drin. Lamy Allstar. Genau, Lamy Allstar. So heißt die Marke. So heißt es der Füller. Lamy 2000.
Frisbee Eco. Wo war er? Hier war er. Hier ist er. Pelikan M200 und der Caveco AC Sport. Ne? Auch als in der Federgrößenvergleich natürlich. Ja, Lamy 2000 mit der Hooded verstärkt, also mit der versteckten Feder quasi. Frisbee Eco. Pelikan M200 und der Caveco AC Sport. Ja. Diplomat, ich muss sagen, ich bin schon ein Fan von Diplomat, also meinen Excellence, den Gulosch oder Gulasch-Versionen, den mag ich unheimlich gerne, obwohl das eine Stahlfeder ist. Ich habe da ja die Feder ausgetauscht, das kann man ja machen bei den Füllern, ja, die sind ja Diplomat-Federn von Jovo. Ja, kann ich mal gerne zeigen. Die man natürlich auch mit anderen Jovo-Federn tauschen kann, ja. So, und wenn ich jetzt mal hier so vergleiche mit meinem Diplomat hier, der Excellence A+, da habe ich die Feder ausgetauscht durch eine Jovo Omniflex-Feder, ja. Da kann man auch erkennen, was der Unterschied ist. Nämlich die Omniflex-Feder, die hat dieses Cut-Off, dieses Cutaway, was die Feder ein bisschen beweglicher macht, ein bisschen weicher macht, ein bisschen mehr Linienvarianz zulässt, ja. Hersteller ist der gleiche. Ja. Sieht es hier ein bisschen anders da aus, weil die Omniflex-Feder generell ein bisschen länger ist, aber vom Prinzip her ist es das gleiche. Ja, also wer seinen Aero oder seinen Excellence oder generell jeden Füller, der mit einer Jovo-Feder ausgestattet ist, umrüsten möchte, ja, diese Omniflex-Federn, die passen sehr gut, muss ich sagen, ja. So, und ansonsten zeige ich euch jetzt mal so ein kleines Schreibbeispiel, ja, ich muss ja immer hier die Zettel aus den vorigen Reviews, ich mache ja immer gleich mehrere auf einmal, ja, wisst ihr ja, so, und der Diplomat Aero Medium. Black Stripes. Tinte ist Platinum Carbon Black. Ja. Der Füller gehört nicht mir, ist klar. Ne? Ich hab ja mal den orangenen Aero gehabt, den habe ich verkauft. Nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach, weil er für mich nicht optimal ist. Ne? Also ich mag das griffige Gefühl der Excellence mehr. Ja, jetzt habe ich das mal ganz kurz. Ja, also ihr könnt es hier schon sehen. Das ist das Griffprofil. Vom Aero ist ein bisschen schlanker, das vom Excellence ist ein bisschen bauchiger und das ist, was ich eher bevorzuge, also eher so mein Ding ist, ja. Und nichtsdestotrotz, toller Füller, gibt es natürlich auch mit einer Goldfeder, wenn man das möchte, kostet halt eben dementsprechend auch mehr. Die Feder schreibt sehr gut, ja, auch sehr, sehr weich, mit einem ganz kleinen, minimalen Feedback, also wirklich kaum wahrnehmbar, ja, und das ist jetzt hier Rhodia. Ja, das Rhodia-Papier ist generell ein kleines bisschen rauer, wenn ich das jetzt verwenden würde auf Oxford-Papier, würde ich von diesem ganz, ganz minimal vorhandenen Feedback gar nichts mehr spüren, ja. Der Füller wurde mir zugeschickt von der Chrissy, ne, die mit mir bei Papier und Stift gewesen ist, die mir auch schon einiges an Sachen, an Füllern zugeschickt hat. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, liebe Chrissy.
dass du mir dann deinen ganzen Kram immer zuschickst zum Ausprobieren. Ja, ich freue mich da wirklich immer riesig. Und sie hat mir auch erklärt, ne, sie hat mich gefragt, ob ich von dieser Tinte eine Probe möchte. Normalerweise bin ich ja Big G's Tintenkiste, ich will alles ausprobieren. Aber diese Platinum Carbon Black Tinte, das ist ja eine extrem wasserfeste Tinte. Ja, sie hat gesagt, sie benutzt den Füller beruflich, um wichtige Notizen aufzuschreiben. Und ich persönlich, ich mag diese wasserfesten Tinten nicht. Ich persönlich, ich mag sie nicht, weil wenn sie nämlich irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen, man bekommt sie nur ganz schlecht weg. Und das möchte ich halt einfach nicht. Und deswegen habe ich das abgelehnt, eine Tintenprobe zu bekommen. Das heißt also auch einen Tintenvergleich, einen Farbvergleich kann ich euch jetzt auch nicht zeigen. Schwarz ist generell keine Farbe, die ich in meinem Sortiment jetzt großartig vorhanden habe. Ja, zumindest seit ich jetzt die Karten gewechselt habe. Aber dennoch, ich hätte natürlich jetzt sagen können, okay, ich mache jetzt neue Tinte rein, ja. Aber ich wollte euch gerne den Füller so zeigen, wie er ist. Ja, zumal er ja auch nur geliehen ist. Und ich finde den, also ich finde ihn toll, ja. Also mit dem Schreibbeispiel hier. Wunderbar, die Feder gleitet. Sie gleitet über das Papier. Wunderbar. Stahlfeder, natürlich klar. Gibt nicht viel her an Linienvarianz. Was aber den Tintenfluss angeht, ist das okay. Ja, ist jetzt natürlich jetzt, also ne, die Tinte, die wird jetzt wahrscheinlich jetzt über Monate lang auf meinem Finger bleiben. Nee, eigentlich ist nicht mehr. Aber ja, diese Tinten, die sind generell eher so ein bisschen schmieriger. Ja, fast schon so ein bisschen wie Teer. Also meins ist es nicht, ja. Aber ist egal. Ich schweife schon wieder ab. Also der Füller ist wirklich schön. Ja, und es ist jetzt auch ein Modell, wo ich jetzt sagen würde, ah, das könnte ich mir überlegen, vielleicht doch wieder anzuschaffen als dieses Modell. Es gibt dieses Modell, also es gibt also das normale Modell, ne? Also ganz, ganz lackiert. Und auch in diesem Dark Green, das gefällt mir ja auch unheimlich gut, ja. Aber ich muss sagen, das gefällt mir schon fast besser, ne? Also muss ich mir mal überlegen, wenn mal der ein oder andere Euro übrig bleibt, dass ich dann mir so ein Modell mal zuschaffe, also anschaffe. Schön. Okay, gut, Freunde. Also bin ich wieder am Ende für heute mit dem Review vom Diplomat Aero in der Black Stripe Version. Vielen herzlichen Dank an die liebe Chrissy, dass du mir das zugeschickt hast, gell? Und an alle anderen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann bitte fragt sehr gerne. Ansonsten bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.